Mein Name ist Tobias und ich lebe seit 4 Jahren in meinem Camper und heute ziehe ich mal in einen Rohbau. Und dann vergleichen wir das mit dem Leben in einem Van. So, gucken wir uns aber erstmal das Gebäude an. Meine neue Bude. Hier unten haben wir einen schönen Eingang, aber... Und das ist halt der Kellerbereich. Wir gehen direkt nach oben durch. Das hier ist die erste Etage. Hier ist unser schönes Treppenhäuschen weiter hoch. Hier ist das eigentliche erste Obergeschoss. Guck mal, wie viel Platz wir haben. Das ist schon mal ein deutlicher Vorteil. Mit diesen 10 Quadratmetern im Van kann man ja gar nicht gegen anstinken. Das gefällt mir wirklich sehr. Boah, guckt euch auch die Aussicht an. Unglaublich. Wahnsinn. Hier auf dem Dach könnte man auch noch hochklettern, aber das machen wir jetzt nicht. Ich denke, meinen Schlafplatz werde ich hier irgendwo da hinten zwischen den Säulen packen. Das wird mega geil. Das wird mega geil. Hier oben kommen auch diese verdammten Mücken nicht hin. Ich weiß, was man hier alles machen kann. Gefällt mir wirklich sehr. Das gefällt mir wirklich sehr. Ja, ich würde sagen, holen wir unser Krempel und nisten wir uns ein. Oh, da fährt die Polizei vorbei. Boah, es ist so schön hier. Ich genieße es gerade, dass ich einfach komplett alleine bin. Im Auto hat man das ja auch, besonders im Stealth Camper. Wenn man die Tür zumacht, dann stört einen in der Regel keiner. Aber hier ist es nochmal echt next level. Weil wer geht schon auf den Rohbau? Und ich habe das alles für mich. Das ist schon ziemlich sexy. Ja. Guck mal, wie weit oben wir sind. Da hinten sieht man das Meer. Das ist so cool. Ich glaube, ich mache erstmal ein Nickerchen. Hier oben hat man ständig einen Luftzug und die Mücken kommen nicht hier hin. Ich fühle mich richtig wohl hier. Ja, habe ich tatsächlich ein bisschen geratzt. Oh ja. Aber wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wo gehe ich denn hin, wenn ich mal muss? Hier gibt's ja nichts. Okay, dann muss ich mir was einfallen lassen. Ich kann ja hier runter pinkeln. Hier geht das alles nicht. Hier geht das nicht. Hier geht das nicht. Hier ist auch doof. Ja, und hier unten im Kellerbereich kommt es eigentlich auch nicht in Frage. Weil wenn ich hier so eine Ecke nehme, dann stinkt das ja sofort. Im Van speichert man das ja quasi kurz zwischen. Und dann fährt man zu einer Stelle, wo man das ablagern kann. Hier bleibt das auf ewig da. Oh, ich muss auch schon echt dringend. Hier draußen ist auch doof. Da in der Ecke, ne, direkt am Eingang. Also werde ich mal vom Auto meine kleine Schippe holen und dort in der Ecke eine kleine Toilette hinbauen. Hier gibt es oben so ganz viele kleine Lüftungsschlitze. Da zieht die Luft ein bisschen durch. Das wird dann dafür sorgen, dass da der Geruch auch nicht so hier im Raum steht. Hoffentlich. Aber jetzt habe ich noch ein ganz anderes, viel größeres Problem. Und zwar habe ich mega Durst. Und da wir nicht mobil sind, bedeutet das, ich muss das Wasser selber da reintragen. Verflixt. Sind ungefähr 2 Kilometer hin und dann wieder zurück. Ein Van ist natürlich am besten. Man fährt auf dem Parkplatz drauf, knallt sich so viel Wasser direkt rein, wie man will. Braucht gar nichts schleppen. Die machen hier schon dicht. Oh, schnell, schnell, schnell. 2 Minuten nach. In Deutschland hätten mich hochkant rausgeschmissen. Auf jeden Fall ein Nachteil vom Rohbau-Life. Boah, ich kann nicht glauben, wie anstrengend das ist. Ich habe schon extra nur die 6 Liter genommen. Trotzdem schwitze ich mir einen weg. Lana? Das war, nee, das ist sie nicht. Oder doch ist sie, nein ist sie nicht. Nur mal, ich jemanden wegschwitze, nur um hier irgendwie 6 Liter Wasser rüber zu schleppen. Ach du Scheiße. Ich bin letzte Minute da rein, die haben mich schon angeguckt. Ne? Ja, in Deutschland hätten sie mich rausgeworfen. Ja, ist auch so. Du gehst hier eine Runde? Ja, ich will etwas schlucken. Wie, was denn zum Beispiel? Kaffee oder so? Oder? Ja. Ja, dann lass zum Auto gehen, dann komme ich mit. Boah, ich habe keinen Bock mehr, ey. Aber ich weiß, dass ich später wieder schön auf dem Dach liege und chillen kann. Ja. Das ist meine Motivation. Boah, man sieht ja gar nichts, es ist schon so dunkel. Ich bin klitschnass geschwitzt. Ja, nice. Weißt du, woran ich gar nicht gedacht hatte? Eine Toilette einzurichten. Jetzt muss ich zum Auto zurück und mir eine Schippe holen und mir ein Loch buddeln, weil man kann das ja nicht irgendwo hinfahren oder sowas, ne? Ist so mega gehoben hier, ne? Ich kann es nicht fassen, dass ich heute im scheiß Rohbau penne. Und jetzt esse ich hier so Käse mit, keine Ahnung was. So windig wie es heute ist, friere ich mir bestimmt den Arsch auf. Wird Spaß machen. Ich hätte mir ein Zelt holen sollen, aber naja. So.
Bin ich mal gespannt, ey. Jetzt bin ich aber auch echt müde. Jetzt ab nach Hause zum Rohbau. Alter, es fährt hier schon wieder die Polizei entlang. Guckt euch das an. Also ich weiß nicht, ob jemand die Polizei gerufen hat, weil mich jemand da im Rohbau rumlaufen sehen hat. Es ist natürlich ein bisschen unsicherer, auf so einem Gelände herumzulaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Stadt etwas dagegen hätte. Ich weiß es nicht, ey. Ich will einfach nur pennen. Das ist ja mal wieder wie obdachlos in Barcelona, ey. Ich hoffe, dass die nicht morgen früh um 4 dann da plötzlich dastehen. Oh Mann, man sieht ja echt gar nichts. Hola. Wo ist die Treppe da? Ich gehe mal direkt nach oben. Alter, Paranoia 1000. Ich hatte eigentlich vor, hier meine Hängematte zu spannen, aber ich glaube, mir ist es lieber, wenn ich hier direkt am Boden liege und weniger Wind abbekomme. Mein Bett ist ausgelegt. Das ist einfach nur mein Poncho. Ich penne hier auf dem bretterharten Boden. Benutze meine Hängematte als Decke. Und gute Nacht. Sind wir hier in Vietnam oder was? Boah, ich war gerade am Schlummern. Ist richtig schön hier oben. Aber kalt. Guten Morgen. Ja, wie man sieht, haben wir uns nachts gedreht. Ich musste hier ganz nah an die Wand ran, um mich einfach von diesem verdammten Wind zu schützen. Hier oben ist es wirklich windig gewesen die ganze Nacht. Betonplatte ist kalt, aber trotz dessen, weiß nicht, geht's mir eigentlich echt ganz gut. Der Boden war natürlich bretterhart, als hätte ich auf Beton geschlafen. Das Einzige, was mich wirklich, wirklich nervt, ist, dass ich hier eigentlich gar keine beknackte Privatsphäre habe. Sobald ich hier meinen Kopf hochziehe oder der Typ mit dem Auto hier rauskäme, könnte man mich sofort sehen. Ist natürlich echt beknackt an so einem Rohbau. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ein bisschen wie so ein Affe im Zoo. Und mich kann jeder sehen. Das, muss ich sagen, ist hier wirklich äußerst unangenehm. Hier sind auch überall mega die spitzen Kanten. Ich habe sie alle heute Nacht kennenlernen dürfen. Deswegen werde ich jetzt die Sachen packen und erstmal runtergehen, mich frisch machen und dann in die Stadt zu Freunden gehen. Wer das letzte Video gesehen hat, der wird das Gebäude wieder erkennen. Das ist das schöne Rohbau, das der Pablo herausgesucht hat. Das ist der ganz klare Vorteil von der Sesshaftigkeit. Ich kann einfach zu meinen Freunden hingehen, die hier um die Ecke überall sind. Das ist so verrückt, jetzt wieder zwischen Leuten zu sein. Ich bin heute aufgewacht und war einfach komplett isoliert. Ja, und jetzt plötzlich draußen unter Menschen. Das ist irgendwie... Ich bin echt durcheinander irgendwie. Hast du jetzt wirklich gemacht? Ja, aber erstmal vorsichtig. Macht ein ganzes Huhn in der Mikrowelle im Supermarkt warm. Junge, Alter. Da steht sie und macht sich Sorgen, ob sie den ganzen Laden niederbrennt. Boah, sieht gut aus. Mann, ne? Hast du sehr gut gekocht. Vielen Dank. Pablo ist ja überhaupt der Grund, warum ich dieses Rohbau-Video mache. Die Leute versuchen Häuser zu besetzen, weil sie rausgeschmissen wurden, da sie sich diese einfach nicht mehr leisten konnten. Wir hatten am Ende 4 Objekte, die in Frage kämen. Das erste Objekt ist dieses hier, das hier unten verschlossen war, aber oben offen. Ich bin dann hier durch das Fenster reingestiegen. Stellte sich dann heraus, dass das Objekt wirklich total privat ist. Und hier in Katalonien ist es ein absolutes No-Go, in ein Privatgelände reinzugehen. Vorher war uns das nicht ganz klar, Pablo hat danach gesagt, dass das ein absolutes Tabu ist. Ja, das nächste Haus war dann dieses hier, das wir uns direkt am Anfang gemerkt haben. Das hatten wir am Anfang ganz blauäugig rausgefischt, weil es das erste ist, was uns aufgefallen ist. Der aktuelle Stand mit diesem Objekt ist, dass hier so viele Urlauber momentan hinkommen, dass die Wohnungen einfach spontan besetzt sind und dann wieder nicht. Ein Problem mit der Okupas-Bewegung ist, dass sich mittlerweile auch die Mafia eingeschaltet hat und teilweise die Wohnungen besetzt, um dort Gras anzubauen oder anderen Unfug zu treiben und die Polizei dann gerne auch mit Gewalt vorgeht, um uns da rauszuklappen. Deswegen war dieses Ding uns dann auch
viel zu heiß. Und zu guter Letzt hatten wir dann noch hier am Fischmarkt eine Wohnung, die die Frau am Ende des letzten Videos empfohlen hat. Das ist eine Wohnung, die an die Bank rüberging. Wir schätzen, dass das eine von denen dort ist. Die werden auf jeden Fall eine Alarmanlage haben. Das machen die Banken immer so. Und das wäre laut Pablo zu riskant, da sonst die Polizei, die eben auch hier vorbeifuhr, die Ohren spitzt wegen der Okupas-Bewegung hier in Altafuja. Ja, und zu guter Letzt gab es dann noch den Rohbau, in dem ich heute Nacht übernachtet habe. Aber ich muss sagen, das tat echt nicht gut. Ich merke, wie mir so ein Klumpen im Hals wächst. Ich glaube, ich habe mir irgendwas eingefangen. Und ich habe auch einfach unglaublich keinen Bock, dorthin zu gehen. Wieder alleine in diesem grauen Gebäude da zu sitzen. Pablo will unbedingt das Rohbau besetzen, weil er dort mit Freunden aus Barcelona eine Kommune bilden will, wo dann Reisende auch vorbeikommen können und sich erholen können. Und die haben bereits in Barcelona die Erfahrung gemacht, wie sie so ein Gebäude übernehmen können. Nur leider wird das Wochen und Monate dauern, weswegen wir den Prozess nicht verfolgen können. Ich werde dann am Ende auf jeden Fall dort nochmal vorbeifahren und mir das alles angucken. Das wird sehr interessant. Aber mehr als da ein paar Nächte zu verbringen, kann ich auch nicht machen. Und mich ekelt der Gedanke total an, wieder zum Rohbau zurückzugehen, weil ich weiß, dass ich krank werde. Ich war, seit ich Vanlife mache, nicht krank. Was habe ich mir aber auch dabei gedacht, einfach in so einem Rohbau ohne nichts zu pennen. Die Aussicht war mega geil, die Luft war mega geil, man hat ja keine Mücken da oben. Aber ansonsten diese graue Welt dort, auch die Paranoia und dass man ständig sich beobachtet fühlt. Das war jetzt nicht so schlimm wie obdachlos in Barcelona, aber doch irgendwie anders scheiße, anders schlimm. Ja, mein Zustand hat sich leider etwas verschlechtert. Ich werde heute auf jeden Fall im Auto pennen. Das wäre witzig, wenn ich krank werde. Hier will jemand lang. Ein geiler Tipp. Er fährt direkt vor meine Füße und starrt mich an. Ich habe jetzt schon so ein leichtes Stechen im Ohrbereich. Hals ist weiter dick geworden und mal gucken. Ja, mir geht's ultra beschissen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dem anarchistischen Hausbesetzer-Profi Pablo. Wir verabschieden uns nur von ihm und dann fahren wir sofort in die Pampa, um dort mich komplett zu erholen. Mir geht's echt dreckig. Die Nase ist komplett dicht, mein Hals tut einfach nur weh ohne Ende. Aber wie Lana schon erwähnt hat, fahren wir zu so einer Naturtherme zwischen den Bergen, wo es ganz warmes Wasser gibt, wo ich mich dann komplett auskurieren kann. Hoffentlich. The wind and the cold ground. It was nice, yeah, the view very nice. But cold, cold. And now I have here sick. Yeah. Bye, man. Thanks for everything, man. Yeah. I will keep you updated, yes. All the videos, please. The, yeah. The, from. Es tut ein bisschen weh, ne? Ja. Aber es ist ja auch schon vorher mal in deinem Video erwähnt, ne? Ja. Das ist echt eine ja, Nachteil, Sachen. Ja. Also ich würde schon echt gerne nochmal... Auf jeden Fall. Ja, wir müssen das. Alter, früher hat sich voll in meine Birne reingebrannt. Ja, total. Mehr als Barcelona, komischerweise. Tschüss, Altafuja, ab zur Therme. Ja, also im Rohbau zu pennen war auf jeden Fall eine super beschissene Idee. Macht das nicht. Das war ein Riesenfehler. Ich bin total fertig. Ich laufe hier auch nur so nackig rum, weil hier sowieso über 25 Grad sind. Aber ich schwitze mich tot. Und ich bin sehr froh, wieder gleich in meinem Van zu sitzen. Hab euch lieb, Schokohäschen. Tschüssi.